Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der Iro, die Mathilde und Tussi. Und Tussi. Ja, was haben wir heute vor? Ja, ich wollte gucken, ob ich hier irgendwo den Seetglauben lernen kann. Das war ja hier irgendwie in G7. Ich habe mir leider nicht genau gemerkt, wie dieser Turm hieß. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen umschauen. Vielleicht dieses große Lager da drüben abschlachten. Mal gucken. Na, meinst du, da drin war das? Nee, ich glaube nicht. Man kann ja trotzdem mal das Lager abschlachten. Ach stimmt, hier gab es einen Peter. Irgendwo. Soll hier ein Turm sein. Ja, irgendwo hier kann ich wohl den Seetglauben lernen. Und da sieht es aus wie ein Seetürmchen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da ist. Im Lager? Da hinten, ja. Da ist so eine... Deswegen, und weil hier viele, viele fiese Menschen sind, würde ich, ja Katze, das Bettchen hier hinlegen irgendwo. Bettchen. So vorsichtshalber. Spawnpunkt wurde aktualisiert. Oh, dann sagen wir mal Hallo, oder? Ne? Jo, ich habe auch Halbpfeile dabei. Auf einem Extrabogen. Oh. Auf einem Extrabogen, ja. Der nicht viel Schaden macht, oder was? Genau. Hey. Der ist zerhackt. So. Schleichen wir mal vorsichtig weiter. Da ist auch ein Träger zum Beispiel. Oh, aber nehmen wir erstmal den da außen. Wer denn da? Steht da einfach nur. Die Pfeile sind aber... Ja, was ist es? Irgendwie so ein Seeding hier, ja? Ja. Oh, ich wurde gesichtet. Kann ich interagieren? Bringt mir euren Glauben bei. Nee, hier kann ich aber erstmal nichts machen. Vielleicht im Lager. Vielleicht gibt es ja sowas ähnliches hier noch hier im Lager, genau. Ja. So. Ach, ich brauche ja keine Herzen sammeln, ich habe keinen Tempel. Pack das mal weg hier, Heinrich. Brauch kein Mensch. Ist er schon tot? Ja. Gerber sind immer gemein, weil die schlitzen. Hast du die Leiche vom Träger gelootet? Ja. Gut, weil mir wird da nicht angezeigt. Irgendwer hat mich gesehen. Ah, da drüben. Sieht krasser aus, als er ist.
Stufe 3. Ah, da kommt gleich der Nick. Oh, der hat einen Namen. Der hatte gleich einen Namen. Ich glaube, hier ist uns nichts, oder? Irgendwie nicht, ne? Da ist noch ein Typ C. Ja, ich habe hier auch einen. Der blutet. Mmh, lecker, Fettraupe. Der hatte Fettrauben. Sehr schön. Hab schon lange keinen mehr gegessen. Hm. Ja, hier sind doch nirgendwo irgendwelche Bücher oder so, die auf dem Boden liegen. Und da sieht man ja auch immer sehr leicht. Ja. Und da steht noch einer. Also in Seed glauben kannst du aber noch nicht, ja? Nein. Okay. Es sollte ja hier irgendwie im G7 einen Ort geben, wo ich den lernen kann. Ein Ort oder ein Turm? Weil du meinst, was für ein Turm? Das war irgendwie ein Türmchen oder so. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie der hieß. Obwohl, ich glaube, Shani war das. Hatte mir sogar geschrieben, wie dieser Ort heißt. Boah, Katze, du hast einen Mundstunk. Dann ist es bestimmt ein Ort, den wir noch nicht entdeckt haben hier bei G7, kann das sein? Ja, das vermute ich auch. Ich renne nochmal zurück in, zur hier weinenden Ruine, aber da ist ja nichts gewesen. G7, den Berg etwas hoch und findest den Priester. Die in der Stadt sind nur zum Umboxen da. Hm. Ein fucking Mammut ist hier hochgekommen. Mekkamoses Turm ist das. Und irgendwas war mit einem Berg drauf, da ist angeblich ein Priester. Aua, und hier sind Stacheln. Okay, da räumt mich weg. Berg hoch? Welchen Berg? Ah, ich hab ne Ahnung. Geh mal hier weg. Dieses Ding, große Ding da oben, oder? Hier, weiß nicht, wo du hinguckst. Das da? Das da meine ich. Können wir ja mal gucken. Das war doch dieser Königsfelsen von diesen Tigern, ne? Achso, ich glaube, wir reden gerade von zwei anderen. Du gehst genau in die andere Richtung. Ich dachte, dieses große Felsmassiv da. Das ist aber nicht mehr G7. Doch, das ist noch G7. Das ist voll in der Mitte von G7. Ich weiß nicht, welchen Fels du jetzt meinst. Diesen Riesenberg da. Diesen Riesenberg, den man nicht übersehen kann. Ach, den Berg. Das weiß ich nicht. Da oben waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee, deswegen. Da ist auch noch irgendwie ein kleines Lager. Ja. Und da willst du jetzt hochklettern? Ja, aber dafür würde ich mich, glaube ich, ausziehen. Das wird sonst zu anstrengend. Besser ist das. Ich glaube, hier, das könnte der bessere Weg sein. Und ich wollte noch meiner Tussi was geben. Ja, wo bist du? Nicht verschießen.
gucken wir mal, ob das was wird. Alles gut, hier sind so kleine Zwischenetagen immer. Jo. Runtergeplumpst? Ja, so ein bisschen abgerutscht, aber alles gut. Was tun wir nicht alles für deinen Glauben? Ja, dumme Schlange. Oh! Na gut, dann kann ich mich auch runterfallen lassen. Darauf noch eine Fettraupe. Jam, 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 jam. Die kann man so. Wie nennt sich das? Auszürzeln? Zuzeln. So aussaugen. Zuzeln. Wie so eine Weißwurst. Ja, lecker. Okay, hier ich ist schaffe Glück. Das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, komm schon. Oben. Oh, ich bin hier ist Mekamoses' Turm. Super. Dann zieh ich mich wieder an. Ah, ich sehe dich. Ich bin irgendwie... Kletter ich höher. Hui. So, ja, da ist ein Priester. Bist du nett? Ich bin friedlich. Ich will nur deinen Glauben lernen. Hallo du. No closer, Exile. Yeah. Lest I blast your feeble skin from your bones. I am Mekamoses of the Black Ring. In another place and time, I would command your obeisance. But for now, I would speak of matters. Herzlich willkommen. Du gehörst zu uns. Einer von uns. Einer von uns. You have the look of the lost stranger, abandoned, exiled and adrift in purpose. Fool. You need to forge a purpose for yourself in this place. These bracelets. Hätte mal wenigstens Schlangentempel sein können. Sieht jetzt nicht so schlangenmäßig aus. Ich bin etwas enttäuscht. Do not allow your thoughts to be trapped. Ich glaube, hier gibt's jetzt auch einen einfachen Weg gegeben. Ja, das glaube ich auch. Na gut, dann können wir jetzt runter und da beim wollten ja so ein bisschen nach Dungeons, die wir bisher so ein bisschen vernachlässigt haben, gucken. Das war ja eigentlich unser Plan. Genau. Ach, guck mal, hier geht's auch runter. Man hätte so einen schönen Weg gehen können. Ja, hier sind mehrere schöne Wege. Aber nein, wir müssen ja klettern. Ja, einfach kann ja jeder. Ach, hier ist ein schöner Weg gewesen, ja. Einfach kann jeder. Wo wollen wir zuerst vorbeigehen? Aber Höhle des Webers hatten wir gemacht, oder? Wo ist die denn? Eigentlich ganz in der Nähe. Wir können mal reingucken. Ich meine, wir waren nicht drin. Dann... Oh, sollten wir dann vielleicht unsere Dings mitnehmen? Unsere Bettrollen? Scheiße, wo waren die Bettrollen? Aua! Ich baue mir einfach neue. Ja. Bis ich jetzt nicht zurückgelaufen bin. So, zwei Zwirn und... Ein Zwirn fehlt mir. Gut, dass ich die Sichel mit habe. So, Bettrolle wird gerade gebaut. Ja, bei mir auch. Wo bist du? Irgendwo. Ah, ich sehe schon die Höhle. Warte, komm ich mal zu dir vorbei an diesen zigtausend Hyänen.
Darum bin ich hochgeklettert, weil ich feige bin. Oh. Das hier oben ist ja auch ein schönes Bauland. Mit so einem Ausguck, aber ja, dieser See ist. Mit vielen Wehen. Oh! Leider Ginter! Gut. Das war eine Hyänenparty. Ah! Was war das denn gerade? Da hat irgendjemand. Ich gucke niemanden an, Iro. Eine Kugel geworfen. Ach, da unten ist sie, ja. Okay. Kann man bestimmt jetzt anzünden. Das ist auf jeden Fall glatt. Ey, was ist das denn für Kugeln, Junge? Interkugeln gegeben, nehme ich ihn gleich mal wieder weg. Böse, böse. Mhm. Kann man nicht irgendwo runterspringen? Aber wenn man da fehlgreift, ist man tot. Aber was soll's? Willst du ewig leben? Das war knapp. Man hätte erst das Bett aufbauen sollen. Naja. Fick dich. Fick dich. Kommt man da heil runter? Nein, das tut weh. Gut. Ich habe gerade Auerweh gemacht, deswegen. So. Ja, genau, hier mache ich. Hier ist auch ein Eingang. Hast du dran gedacht, Gegengift mitzunehmen? Nö. Sehr gut. Habe ich leider nicht. Aua! Wenn ich da unten schon mal war, kann ich mal Wasser holen. Warte mal ganz kurz. Oh, ja, das mache ich auch gleich. Vor allem sollte man hier dann irgendwo auch Bettchen aufstellen. Genau. Nein. Jetzt nicht. Oh, Sprengdrüse. Ist das schon direkt der Eingang hier? Nee, ne? Nee, hier ist nur dunkel. Dann lege ich genau hier irgendwo mein Bett hin. Hast du es schon platziert? Ja. Okay, habe ich auch. Okay. Wir können sowieso Spinnengewebe gut gebrauchen. Oh, passt doch. Kommt schon in. Los, komm her. Ups. Okay, warte, dann nehme ich die Sichel. Abkürzung des Krabbelers. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Nee. Also wenn wir hier Spinnennester sehen, dann nehme ich die mit der Dings. Gut, dann nimmst du sie mit der Dings. Ich nehme die Bums. Mit der Sichel. Du nimmst die Dings, ich nehme die Bums und ich esse nochmal was. Mach das. Hier sind Krabbler. Willst du die zerlegen, oder? Oh. Ja, kann ich machen. Gibt's Chitin. Ja, Kristalle brauchen wir gerade nicht, oder? Ja, stimmt eigentlich. Na gut, wenn sie schon hier sind. Wo man sie einsammeln kann. Super, da sind Spinnhügelchen.
Und hier sind Spinnen. Briefspinnen, Angriffsspinnen. Hier gibt mir mal meine 100 Giftpfeile und Pfeile und so. Ups, da war ein Spinnfeben. Hab da aus Versehen was eingesammelt. Ich Spuckviecher. Oh, ist die groß? Was macht der denn da? Was bist du denn? Da gerade nur irgendwie so komisch aus, weil sie irgendwelche Schallwellen oder sonst irgendwas gemacht hat. Ja, ich gehe mal kurz hier auf der anderen Seite zurück, falls hier noch Spinnenweben waren. Nee. Also die Höhle sieht cool aus, schön beleuchtet. Auf jeden Fall. Hör auf, Kristalle zu sammeln, die sind nicht wertvoll. Hör auf, Heinrich, pfui. Aber sie sehen so toll aus. Ja, das sehen sie. Kann ich uns nämlich, wenn wir zu Hause sind, einen richtig schönen Bogen mal bauen. Bleibst du mal stehen, du dumme Spinne? Kann man dich ja gar nicht abschlachten. Echt, ey. Voll gemein. Oh, ja, hier haben wir mal Licht installiert. Das finde ich ja ganz toll. Und das bestimmt die Spinnen, ne? Vielleicht hatten die Spinnen das ein bisschen Anzündung. Das geht ja ganz schön tief runter. Alter, da unten ist eine Arena oder so. Cool. Hier hast du ganz viel Seide. Ja, das warte schreit mal, bevor nach... du weitergehst. Zu Hause gelassen. Der ist in der Sklavenfabrik. Also einen leichten Bogen könnte ich dir, glaube ich, auf die Schnelle bauen. Ja? Ich guck mal. Ich weiß nicht, was für ein Gegner das ist. Also so ein Jagd... Ah, ich bräuchte 7 Äste, dann kann ich den Jagdbogen bauen. Ich habe leider 0 Äste. Dann kann ich dir auch keinen Jagdbogen bauen. Ja gut, aber ich habe, wie gesagt, noch genug Pfeile, wenn du willst. Pfeile habe ich auch. Also ich habe auf dem einen habe ich die Eisenpfeile, auf dem anderen habe ich die Heilpfeile. Ja, die Heilpfeile sind wichtig. Aber dann lege ich auf dem guten Bogen trotzdem die Giftpfeile auf. Und ich überlege gerade, ich sehe da unten nämlich schon die Spinne. Naja, ich habe es mir auch schon gerade gedacht. Das hier sieht doch eigentlich ganz... Nee, da komme ich nicht hoch. Erklettern doch, hier, nicht möglich. Jo, ah. Nein. Weil gerade das hier sieht doch echt wunderbar aus, wo man sich so hinklettern kann. Ja, klettern dachte nicht ich mir auch. Hm. Oh, warte, hier ist noch eine kleine Spinne. Ja, die wird bestimmt noch ordentlich. Das tun die immer. Das jetzt Spinne, Spinne sein. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Da ist auch so eine richtige Spinnenhöhle. Okay, ich würde sagen, dann müssen wir es einfach wagen. Ne? Ja, no wist und dann lege ich mal so los, fun ne? Und so, ne? Ja, beginne es zu vergiften. Giftfälle hast du, ne? 3.
Totenköpfe. Scheiße, aber es ist eigentlich. Es saugt meine Ausdauer aus, oder was war das für ein Kunstwerk? Das hat mich irgendwie verpestet oder so. Irgendwas nimmt gerade zu. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Verderbnis. Ja. Verderbt mich ganz schön, diese Fotze. Entschuldigung. Die kriegen wir aber. Man müsste wissen, immer wann sie das macht, in diesem komischen. Genau das. Dass ich genau da weg bin. Aber unsere Leute sind. Ja, ich habe denen gerade Heldpfeile gegeben. Ja. Aber ich vergifte die jetzt erstmal wieder. Ich glaube, die werden verrecken. Macht's doch bestimmt eine Attacke wieder. Schön Rüstung kaputt machen hier. Oh, da war sie. Dann auch irgendwie an sich ran, ne? Ja, und auch die Ausdauer, die geht dann flöten. Aber ich finde, wir machen das ganz gut. Ja, finde ich auch. Ich wechsle auch immer zwischen Bluten und Rüstungskaputt machen. Ja, das ist sehr gut. Unsere Jungs sehen auch wieder ganz brauchbar aus. Ja. War ganz schlechte Idee. Das läuft. Ich zerhacke aber den Kopf. Ja, ist okay. Ich habe auch einen Hackeball dabei. Ich auch. Sie ist fast tot! Yeah, ich bin eine Stufe aufgestiegen! Ich nicht, aber alles gut. So, jetzt nehme ich das Eisenhackmesser. Oh yeah, wir sind so gut. Wir sind so gut.
Ja, Stufenaufstieg! Juhu. Ja! Oh, man kann Sprengstoff herstellen. Muss ich gar nicht über Sprengstoff einsetzen. Cool! So. Und wir waren hier nie drin. Geil. Dämonenspinnenkopf. Und ich habe einen Schlüssel in Dietrich bekommen. Ja, wahrscheinlich können wir die Kiste noch nicht aufmachen. Und das sind ja diese Stufe 60 Kisten. Aber erstmal die Stufe 60 Kisten finden, weil ich sehe ja keine. Ja, warte, da war irgendwo, habe ich eine Höhle mit Dings gesehen. Arsch! Irgendwo hier war doch so, da oben. Da ist nämlich so eine Spinnenwebe. Ich weiß nicht, ob die nur Deko ist. Nachher klettern nicht möglich, dann ist die nur Deko. Hier oben gibt es noch Seide. Oh, Seide! Hier, wo ich gerade bin. Ja, ich muss da nur hochkommen. Ich überlege gerade, gab es hier mehrere Eingänge oder? Ne, hier ist nichts. Gingst du links weiter, wo du gerade warst? Nee, ne? Das heißt, nur noch hier rechts geht's raus, ja? Ja. Also da, wo wir gekommen sind. Frage ist... Halt, stopp! Ja? Da oben ist was. Wie komme ich denn da hin? Siehst du das? Ja. Oder hier ist... Wir sind ja... Hier hinten gibt's ja noch eine Höhle. Höhle des Webers. Sind die vielleicht miteinander verbunden, so ein bisschen? Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Höhle des Webers ist, weil die mir nicht angezeigt wird, weil ich bei der anscheinend noch nicht war. Da, wo wir quasi reingegangen sind, ein bisschen südlicher, in so einer Flussbiegung. Können wir ja gleich mal hingehen. Hm. Oh. Ja. Dann müssen wir hier aber raus, weil wir können ja hier nicht klettern. Nee, gemeinerweise. Gut, dann raus. Schwache Verderbnis. Geht die automatisch weg, aber langsam, oder? Die geht weg, wenn wir bei einem Tänzer sind. Ja, das weiß ich. Oh, hier sind wir schon wieder überall Seide gespawnt. Da werden doch hier bestimmt wieder überall Spinnen spawnen. Du hast ja Giftpfeile, glaube ich, noch, meintest du, ne? Ja, ja. Gut. Ich habe ja keinen Bogen, also... Okay. Aber das hat doch gerade eigentlich sehr gut geklappt, also... Finde ich auch. Auch das mit den Effekten, dass du vergiftest, ich mach mal ein bisschen Bluten und ein bisschen Rüstung. Ja, das war sehr gut. Er hat sich auch Gott sei Dank immer auf unsere Begleiter. Begleiter, ja. So dass wir quasi in Ruhe schlachten konnten. Durch die Heilpfeile sind auch unsere Begleiter nicht gestorben. Ja, das ist richtig. Die habe ich ab und zu mal abgeschossen. Ah, hier sind wieder ein paar Spinnen. Ja gut, das ist ja jetzt kein Problem, ne? Boah. Die hab ich aber umgeschubst. Ich hab sie dafür getötet. Das hast du gut gemacht. Danke. So ein bisschen weiter runter, meintest du? Ja. Warte mal ganz kurz. Ja. Halt, stopp. Ja. Ich habe ein Problem. Das da wäre. Das versuche ich gerade herauszufinden. Guck mal. Dupti-du. Ja, mein Tool hat's gar nicht aufgenommen. Dann sehen wir halt die Folge, wie ihr schon seit Anfang an seht, aus Mathildes Perspektive. Spart dir Bearbeitungszeit. Ja, das Rendern geht auf jeden Fall schneller, wenn es nur ein Video ist. Weil ich hätte nämlich so das Gefühl gehabt, dass es eigentlich die Folge lang genug ist. Okay.
Also ich würde sagen, wir machen einen Break und gehen dann gleich in die andere Höhle rein. Ja, machen wir so. Also in der nächsten Folge dann. Genau. Ne? Also, und dann diesmal auch aktiv. Gucke ich nochmal, dass mein Tool auch startet. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat. Kleine Bemerkung am Rande. Deswegen starte ich mein Tool auch immer in über den Task Manager und nicht aus dem Spiel raus, weil mir das schon ein paar Mal bei 7 Days passiert ist. Ja, okay. Okay. Gut, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like oder einen Kommentar. Am besten auch noch ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.